liebe Freunde, wir sind endlich angekommen in Los Angeles. Ich bin der Sarazar, das ist der Simon Unge, das ist der Anton, das ist der Benny. Und wir werden hier einen richtig, richtig geilen Trip hinlegen. Und ihr kommt natürlich mit auf unsere Reise. Und es wird auch in den nächsten Tagen noch viele, viele Videos geben. Also schaut auf jeden Fall rein. Aber jetzt erstmal Los Angeles. Pretty lady with that pretty smile. Nice ass, got me staring, can you stay a while? My NYC lock can hold the both of us. And all the stress from the real world got the most of us. Standing on my balcony as the sun rise. It's been a couple months strong, but I'm done trying. We have our differences, but I don't wanna end it just because of all the little things, but I can't bear to witness it. Gerade hier rüber gedüst zum Autoverleiher und wir haben uns mal eine Karre geholt, wo wir auch das ganze Gepäck reinkriegen. Ein Kleinwagen, ja? So, da können wir auf jeden Fall alle mitnehmen. Also richtig geil, Chevy Tahoe. So sieht die Karre aus und so heißt das Auto. Und es ist auf jeden Fall eine echte Killermaschine. Da vorne seht ihr übrigens gerade den neuen Mustang, das 2015er Modell. Auch ein nettes Gerät, aber wir brauchen viel Platz, wir haben viele Leute, deswegen brauchen wir eine große Karre. Und ich glaube, die wird 10-mal ausreichen, oder? Was meint ihr? Geil, das ist der American Style. Ja, evil Hip-Hopper sind wir jetzt. Oh, Gangster, 50 Wallis am Start. Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that said she wanted Pronto. I got a girl in Toronto and I call her Raptor. She tryna chase the dollar, yeah, that's all she after. She said she fed up with the modern rappers. There's no energy, that sounded thin to me. Yeah, so I said I got that remedy. I got that old shit, you can depend on me. Es läuft ganz gut, aber wir haben natürlich mega Stau hier gerade. Typisch Los Angeles, du brauchst mit dem Auto von A nach B zu kommen, immer 22 Jahre. Aber ey, egal, die Laune ist super, die Beats sind gut im Radio und weißt du, was noch besser ist? Sind die Leute hier, gute Menschen am Start. Ja, und wir haben richtig viel Spaß. Und es kommen uns ja noch viele, viele besuchen, falls ihr die Fragen stellt jetzt hier. Könnte da noch wer anders kommen? Ich denke mal, da werden noch einige vorbeischauen. Der Gregor Onk wollte uns auch besuchen kommen und noch viele andere. Vielleicht der Rumpel und der Felix, vielleicht der Dena, ne? Mit dem ist auch noch. Ja, Dena hat auch gesagt, aber der kommt erst am frühestens in 2 Monaten. Ja, also das wird auf jeden Fall, werden noch ein paar kommen und werden noch viele Überraschungen passieren. Wir kriegen auch bald hier ein eigenes Haus und im nächsten Video, so viel kann man schon mal verraten, werden wir auf jeden Fall auf die Star Wars Convention gehen. Das wird auch ziemlich geil. Wir kriegen bald ein eigenes Haus, hast du gesagt. Das hört sich an, als würden wir hier ein eigenes Haus bekommen. Ja, ein eigenes Haus kaufen leider nicht, wir mieten nur, ne? Also, obwohl der Unge und der Sarazar, wir legen das YouTube-Money zusammen. Ja, der Race ist ja auch der Big Gambler, ja? Ich hab das größte Geld. Der Race ist einfach so krass. Wir wollten das YouTube-Haus 2 machen. Köln ist ja jetzt schon vergeben. Und jetzt machen wir L.A. L.A., das ist alles. Nee, wir haben auf jeden Fall richtig Spaß, gute Laune und wir freuen uns alle hier zu sein. Mega geil, wird eine geile Zeit. Und das Ingelwurst! I think you know what time it is. Nach 3 Jahren im Stau sind wir endlich in unserem ersten Hotel angekommen. Das wurde uns von Disney gesponsert, deswegen sind wir auch erstmal in Anaheim. So heißt dieser gute Ort, kennt ihr vielleicht noch von den Anaheim Mighty Ducks. Und hier ist natürlich auch das gute Disneyland. Ne, das gibt's ja auch um die Ecke. Und guck mal hier, Sonnenschein, ist das nicht schön. Hier vorne ein paar Palmen. Ist halt so ein ziemliches Standard-Hotelzimmer. Ich wollte euch da mal mitnehmen, das ist jetzt so mein Zimmer hier. Das Bettchen, was man braucht, da ein großer Fernseher, Schreibtisch. Hier vorne irgendwie noch ein paar Getränke, Minibar, Pipapo. Und das Badezimmer habe ich mir selber noch gar nicht angeschaut. Da nehme ich euch jetzt quasi live mit hin. Zack. Oh, hallo. Oh, da wird mir gerade was gebracht. Ach, hallo. Hallo. Hallo, ah, du bist ja gar nicht der Luggage Man. Nee. Wollte ich dich gerade verarschen. Komm ruhig rein, Benny. Komm ruhig rein. Das hier ist mein Badezimmer. Guck mal, da sieht man mich. Uhu. Uhu. Und hier mega krasse Überbadewanne. Hat ein bisschen Probleme, scharf zu stellen, komischerweise. Das ist wahrscheinlich zu heiß für diese Kamera. Na, Benny. Na, du kleiner Schnabel. Na, Benny G. Ja, wunderschöner Ausblick, nicht? Aber das ist so schön. Oh, das sieht richtig cool aus gerade hier so. Mit deiner Silhouette. Oh, das ist Magie. Ja, und wir werden jetzt uns heute erstmal ein bisschen chillen legen, ganz ehrlich, oder? Ja, oder mal duschen auch. Mal duschen auch. Ja, ich riech schon, also wenn ihr YouTube-Großfernsehen wäre, wäre alles vorbei. Nee, aber wir werden uns jetzt eine Runde chillen legen und morgen geht's dann in Venice Beach, denke ich mal. Und das wird direkt auch in diesem Video mit vorkommen. Und ich habe noch eine schlechte Nachricht. Oh ja, ja, super ärgerlich. Mein iPhone ist komplett gescratcht und ich muss mir jetzt erstmal ein neues Display holen irgendwie. Super ätzend. Ja, shit happens, ne? Shit happens, Benny. Shit happens! Happen!
Jetzt geht's zum iPhone Repair Laden. Oh mein Gott, es gibt natürlich auch noch andere Handys wie das von Currywurst. Das muss ich aber erst rausholen. Du meinst es noch ganz? Wir machen hier keine Produktplatzierung. Und der Curry ist nämlich auch da. Hallo? Willst du mal Hallo sagen? Hallo. Yo, ich habe hier meine geile Karre am Start, Mann. Habe ich den Sarazot geliehen. Ja? Super Wagen, Hammer. Kann ich nur empfehlen. Und der Curry ist ja auch noch da hinten. Ja, genau, den haben wir schon. Jetzt haben wir den Dennis abgeholt. Ja, schön, und wir gehen jetzt aufs Star Wars Event. Ne? Also ja, ich freue mich mega. Video. Nicht heute, heute geben wir noch ein bisschen Zeit zu machen. In diesem Video wird es noch ein bisschen lockerer. Genau, Star Wars Celebration, Hammer, ich freue mich. Ja, Mann, der ist auch da. Oder fällt das Mikro runter? Wir waren gerade hier bei diesem iPhone-Store, der gar nicht existiert. Der Typ hat nämlich gar keinen Laden. Und jetzt treffen wir den irgendwie im Starbucks und dann ballert der mir da ein neues Display drauf. Ich bin ja mal höchst gespannt, ob das seriös ist, ey. Wir werden mal sehen. Oh, man. Yo, Freunde, ich habe den Jonathan gefunden und der repariert mir jetzt mein iPhone im Starbucks. Da sehen wir es gerade, ja? Und es ist super nice, super cool. Und jetzt habe ich gleich das iPhone repariert. Und das Mikro, das fällt mir auch immer ab, wisst ihr? Hier, das muss ich dann so reden. Aber dann versteht ihr mich vielleicht sogar mal ausnahmsweise. Und ich nuschel nicht nur so in meinen Kopf rein. Und ganz ehrlich, es war überhaupt nicht zwielichtig. Der Typ ist super locker drauf, richtig cooler Typ. Und wir machen jetzt Spaß, ne? Wir haben jetzt Spaß und kriegen mein iPhone repariert. It's easy going. Und dann können wir gleich weiter nach Venice. Hammer! So sieht das übrigens von innen aus. Der gute Jonathan hat mein iPhone repariert. Und ich habe jetzt ein Special iPhone. Weiß mit schwarzem Fingerprint-Button. Und hier auch an der Rückseite. Also das gibt es nur einmalig. Das ist jetzt das offizielle Saraza iPhone, Freunde. Ja, ne? Geil, ne? Geil, Mann. Ist richtig fancy hier. Ist richtig fancy, Leute. Ich mache jetzt ein Fashion-Channel mit iPhone. Liebe Freunde, endlich wieder in Venice Beach. Venice Beach waren wir ja länger nicht mehr. Ihr kennt das ja sicherlich aus meinen Videos und aus den Superhomes-Videos. Da waren wir schon ziemlich häufig hier. Und ich habe dem Simon nicht zu viel versprochen, dass ich gesagt habe, Simon, das ist einer der geilsten Orte, die es gibt hier. Ich war noch nicht hier. Ich muss erst mal gucken. Und dich entführe ich jetzt und dir wird es gefallen. Weil das Skater-Server und dem anderen wird es mindestens genauso gefallen. Und überhaupt hier Dennis und so und der Alex und dem guten Currywurst und dem Benny. Der Benny kennt das ja schon. Ihr kennt das vielleicht aus dem Elektroboard-Video zum Beispiel oder bei Superhomes einfach mal reinschauen. Da gibt es total viele Videos hier bei Venice schon. Wir nehmen euch trotzdem nochmal mit und zeigen euch den Ort hier ein bisschen. Wird lustig. Wir sehen jetzt ein bisschen was mampfen hier in schönen Venice Beach. Cairo Cowboy kennt ihr vielleicht aus dem einen oder anderen Video von uns noch. Ja? Und der Dennis ist dabei. Ne? Und der Dennis freut sich auf gute Küche und hier gibt es richtig gute Küche. Wenn ihr am Venice Beach seid, geht mal da hinten durch und dann seht ihr so einen kleinen Innenhof, voll chillig, super chillig. Und der Anton freut sich auch schon. Ja, hier gibt es sehr gute Sachen. Und der Curry auch, ne? Und der Benny ist gerade weg, der ist schnell auf Toilette. Ja, der ist schnell auf Toilette. Ich weiß auch nicht, was macht der da eigentlich? Kacken. Er hat gesagt, Papieren. Yeah, das war unser erstes Video hier aus Los Angeles. Ich hoffe, ihr hattet viel Späßchen dabei. Das war natürlich nur die ersten anderthalb Tage. Es wird noch viele, viele weitere Videos geben. Lasst uns wissen, was ihr hier sehen wollt in L.A. Und lasst uns auch gerne wissen, ob es euch gefallen hat, ob ihr mehr Videos sehen wollt. Ich werde auf jeden Fall ein paar mehr machen jetzt in Zukunft mit den ganzen Harrys da vorne, ja? Da hinten sitzen der Anton, der Unge, der Dennis, der gute Currywurst ist hier am Start. Dann natürlich noch die liebe Alex und der Benny hier. Da ist er. Da ist der. Oh, das ist der Nase. Au! Das ist der Fahrer gerade. Ist immer gut, den anzugreifen, ja? Auf jeden Fall war das unser erster Tag und wir hatten mega Spaß. Ey, ist so cool, wieder hier zu sein. Ohne Scheiß. Schau doch mal. Benny! Benny, da vorne der LKW! Benny!
Nee, schaut auf jeden Fall mal bei den anderen rein. Alle Links findet ihr in der Beschreibung. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, natürlich da und natürlich auch bei den Superhomies. Einfach mal Superhomies eingeben. Da seht ihr ja auch viele Videos aus dieser Area, wo ich mit dem Gronkh da war und so weiter und so fort. Naja, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Die Kamera fällt nämlich jetzt gleich runter, weil wir sind hier immer noch im Auto. Fahren jetzt wieder zurück nach Anaheim, wo wir jetzt noch die nächsten paar Tage sind. Nächstes Video, Star Wars wird richtig abgehen. Star Wars Convention, Jedi Ritter, die Macht möge mit uns sein und so weiter. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ich glaube, hier läuft eine Cola aus. Kann ich hier rechts abbiegen? Ja, tatsächlich. Oh. Hm. Was ist denn das, ein Arsch oder was? Ja.